Hallo, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Heute nehme ich dich mit und zwar beim ersten Tag in meinem neuen Job. Vielleicht siehst du schon, wo ich stehe. Und zwar vor dem Tierschutzverein in Hamburg Süderstraße. Vielleicht erinnerst du dich, wir waren schon mal hier und zwar, als wir mit Norbert spazieren gegangen sind. Das war auch hier in diesem Tierheim gewesen. Ja, wie soll ich sagen, es kam eins nach dem anderen. Wie bin ich überhaupt hier gelandet? Muss ich ja erstmal erklären, ne? Wann, warum, wieso? Du weißt, wir sind auf der Suche nach einem Familienhund. Ich habe viel recherchiert, viel gesucht. Ich habe natürlich Züchter gesucht und auch Tierheim. Ich habe auf jeden Fall ganz, ganz viel Zeit auf der Homepage auch von diesem Tierschutzverein verbracht, mir die Tiere angeschaut. Ich habe auf YouTube auch Reportagen gesehen über dieses Tierheim, wie die Tierpfleger arbeiten und so. Ich fand das super toll. Und dann haben Justus und ich entschieden, eine Spende zu machen. Davon habe ich dir auch schon erzählt. Und das hat sich gut angefühlt. Also wir haben eine Geldspende gemacht. Das hat sich richtig gut angefühlt. Falls du übrigens auch spenden möchtest, dann mach das unbedingt gerne. Ich verlinke dir mal die Seite unten. Aber es hatte sich für mich einfach noch nicht ausreichend angefühlt. Ich wollte mehr. Ich wollte selbst persönlich körperlich anwesend sein und irgendwie mithelfen. Und dann habe ich lange überlegt, was kann ich denn überhaupt machen, was hier irgendwie hilfreich wäre. Und dann ist mir eingefallen, ich kann ja Social Media. Und deswegen habe ich einfach angerufen, eine E-Mail geschrieben und habe gefragt, ob sie vielleicht jemanden brauchen im Social-Media-Bereich. Ich habe mir nämlich auch die Instagram-Seite angeschaut vom Tierschutzverein Hamburg hier und habe mir überlegt, ob ich nicht vielleicht diese Instagram-Seite ein bisschen füllen dürfte. Nach ein paar Bedenken wurde dann gesagt, ach, komm einfach vorbei, wir schauen, was draus wird. Und jetzt stehe ich hier. Es ist mein erster Tag. Ich werde Kathleen treffen. Sie wird mich ein bisschen rumführen. Sie wird mir alles zeigen, was es hier so gibt. Und darauf bin ich schon ganz gespannt. Ich nehme dich natürlich mit auf dieses Abenteuer. Denn letztendlich geht es ja darum, möglichst viele Tiere zu vermitteln. Oder auch, wenn du Lust hast, finanziell oder auch mit einer Sachspende zu helfen. Also zum Beispiel Futter wird hier super gerne angenommen. Ich weiß noch nicht, wo die Reise hinführt. Abonniere auf jeden Fall den Instagram-Account vom Tierschutzverein. Da wirst du bald ein paar Sachen von mir sehen. Und auch auf meinem Instagram-Kanal Mami Seelen werde ich dich natürlich mitnehmen. Ich verlinke dir alles unten in der Infobox. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rein, oder? Mal gucken. Kathleen wartet bestimmt schon auf mich. Und plötzlich geht es auch schon los. Mein erster Tag im Hamburger Tierschutzverein in der Süderstraße. Und das Erste, was mir direkt ins Auge gefallen ist, ist der Ordner mit den Tieren, die Paten suchen. Auch da kann man super gut helfen. Es gibt super süße Tiere, Hunde, Katzen, Kleintiere, die einfach aus verschiedensten Gründen nicht mehr vermittelt werden können. Und da ist sie auch schon, Kathleen. Sie wird mich heute herumführen, damit ich einen kompletten Überblick bekomme vom Tierheim, wo was ist. Und natürlich haben wir uns auch viele, viele Tiere angeschaut. Hier zum Beispiel Tauben. Davon werden tatsächlich immer viele abgegeben. Aktuell sind nicht so viele da, aber hier sieht man mal, dass diese ganzen Volieren auch einmal komplett voll sein können. So ein Inkubator, das heißt für so richtig kleine. Das ist auch richtig süß. Da sind teilweise so ganze kleine Nester dann drin. Genau, mal hier rein. Hier sind Katzen. Ach, hier sind Katzen. Oh, das ist aber eine süße Nase. Die ist ja hübsch. Und die haben dann ein Chip, aber... Nee, die haben leider oft keinen Chip. Das ist kein Chip. Problem, weil Katzen, die einen Chip haben und auch registriert sind, die können wir einfach, da können wir die Halter einfach anrufen. Das sind aber keine Katzen. Das sind keine Katzen. Die habe ich auf der Homepage von euch gesehen. Ja, genau, stimmt. Das sind dann die Chihuahua-Welpen. Ja. Oh, süß, ne? Oh Gott, wie süß. Und da hattet ihr nur die zwei, ich glaube, ihr hattet mehr, ne? Wir hatten 9 Chihuahua-Welpen. 9. Ja. Und irgendwie sind das auch so Trend-Welpen gerade. Okay. Weil wir haben irgendwie ständig Chihuahua-Welpen hier. Oft Ach, eben echt? Dann aus illegalem Welpenhandel. Mhm. Genau. Oh Gott, ja. Ja, süß. Und genau. Die Mutter ist ja auch vermittelt jetzt, oder? Die sind, glaube ich, alle vermittelt tatsächlich. Ja, genau. Na, ihr kleinen Mäuse. Oh, die ist hübsch. Die nehme ich jetzt nicht mit, ne? Die ist echt süß. Der hat leider seinen Schwanz verloren, der musste amputiert werden. Oh, meine Süße. Und noch ganz jung, ne? Ja, so alt scheint er noch nicht zu sein. Ach, guck mal, sogar mit langem Haar. Mhm. Oh ja. Fundtiere auch, die einen Unfall hatten oder sowas. Genau, und dem kleinen Chihuahua scheint es nicht so gut zu gehen.
Außerdem erklärt Kathleen, wie wichtig es ist, dass man seine eigenen Katzen auch chippen lässt. Vielleicht denken die Leute auch nicht dran, dass ihre Katze vielleicht mitgenommen und jetzt im Tierheim ist und so weiter. Und ich denke, dass hier schon viele Katzen dann sind, die eben die eigentlichen Besitzer haben, der die auch vermisst. Und das ist halt leider schade. Deswegen sagen wir immer chippen und registrieren. Dann passiert das einfach nicht. Ja, heute ist ja nur rundum. Ja. Genau. Ja, den Weg kenne ich. Hier waren wir ja um Norbert einmal. Norbert? Das ist auch Norbert, ja, oder? Finde ich auch. Ich muss sagen, also wir stellen ja auch die Tiere immer auf die Website, aber Norbert ist nicht auf der Website. Der kommt mir nicht bekannt vor. Ist er nicht? Tatsächlich. Nee. Irgendwie meinte die Tierpflegerin auch, wüsste sie auch nicht, warum er jetzt nicht auf der Website ist. Ja, vor allem, wenn, ja, vielleicht weil das so ein einfacher Hund ist und der sowieso irgendwie. Ja. Ich glaube, das ist Lumi, die ist auch schon adoptiert bei dir. Alles schon adoptiert, das ist so schön. Er sieht ja gut aus. Sieht schick aus. Auch nicht die einfachsten Hunde und wir machen natürlich auch erstmal viel Lärm. Aber wir haben echt positive Fortschritte gemacht mit denen. Das sind teilweise Hunde, die auch Beißvorfälle hatten oder so. Und wenn die dann eben in diesen Hundegruppen sind, können die teilweise echt gut sozialisiert werden. Ach, okay. Dass die echt ein viel, viel besseres Sozialverhalten haben eben mit anderen Hunden. Und ihr habt jetzt Hundeaufnahmestopp, weil es so viele sind. Ist es denn wirklich so, dass, also ich habe es gelesen, dass über Weihnachten ganz viele Hunde verschenkt werden oder allgemein Tiere verschenkt werden und die danach zum Tierheim doch wieder abgegeben werden? Ach, ich glaube ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen so ein Medienphänomen. Ja, das ist kann das? Ich glaube schon. Okay. Weil sich auf dieses Narrativ einfach jeder draufgestürzt hat. Okay. Klar haben sich Leute unüberlegt Hunde angeschafft und oft auch Hunde aus dem illegalen Welpenhandel, weil es eben schnell ging und so weiter. Und ja, wir haben auch 2- oder 3-jährige Hunde da. Aber so richtig zurückverfolgen kann man das leider als Tierheim nicht. Was wir immer merken, das können wir tatsächlich auch mit Statistiken belegen, ist, dass vor den Sommerferien unfassbar viele Tiere ausgesetzt werden. Da gehen die Zahlen echt in die Höhe. Okay. Und auch im letzten Jahr, so 2022, im Vergleich zu den beiden Vorjahren, ist die Zahl auch in die Höhe geschossen. Den finde ich toll, also so, dass man mal auch wirklich jemanden aus dem Tierheim da dazu was sagt, weil sonst liest man eben nur das, was es so zu lesen gibt. Ich habe auch das Gefühl, das glauben auch alle Leute. Und ja, wenn man das halt so hört, weil's ne? Die Medien immer so wieder reproduzieren. Also diese unüberlegte Tieranschaffung, ich glaube, das ist allgemein schon immer gewesen. Ja, okay. Und hier ist einmal das Katzenhaus. Das Tierheim in der Süderstraße in Hamburg ist das zweitgrößte Tierheim in Deutschland und das merke ich einfach auch. Es ist wirklich groß, hier gibt es Freilaufflächen für die Hunde. Es gibt sogar einen Wasserspielplatz quasi für die Hunde im Sommer. Und es gibt vor allen Dingen noch viel, viel mehr Tiere als nur Hunde und Katzen. Wie zum Beispiel Hühner, Tauben, Enten, die als Fundtiere im Tierheim landen. Das sind oft auch Fundtiere. Also die werden oft auch ausgesetzt. Es gibt auch Papageien und Vögel im Tierheim. Die schon recht exotisch sind und es gibt sogar noch exotischere Tiere, sowie riesige Schlangen. Sehr, sehr krass. Also die hatte jemand zu Hause, ja? Ja. Ein Becken voller Schildkröten, große und kleine. Das ist jetzt nur ihr Winterquartier. Im Sommer haben sie es sogar richtig schön draußen. Hi, Rüsselnasen. Oh Gott, wie süß. Ja. Und die bleiben auch wahrscheinlich, ne? Naja, wir haben ab und zu mal Anfragen, aber dann scheitert es dann doch an den behördlichen Aufnahmen, weil das muss auch von Veterinäranwälte gecheckt werden und so weiter. Hier ist die Igelstation, lässt sich aber keiner blicken. Naja. Und natürlich gibt es auch noch ein Kleintierhaus. Hier gibt es erstmal ganz, ganz viel leckeres, frisches Futter. Das ist wirklich toll. Also die Nager hier werden wirklich verwöhnt. Und das Essen wird hier in der Küche extra für sie zubereitet. Ja, die haben es gut. Das sieht mit ihrer, toll aus. Hotelwahl. Ich habe viele Kaninchen, oder? Ja.
Ich glaube, das sind auch so typische Haustiere, wo man so unbedacht denkt, oh, wir holen uns ein kleines süßes Kaninchen. Und dann merkt man, wie viel Arbeit oder wie viel Raum und Platz eigentlich so ein Tier braucht. Genau, ein Meerschweinchen. Ach, keine Lust, ja. Ja, und? Das sind auch keine Kuscheltiere, ne? Genau. Also eigentlich auch gar nicht geeignet für Kinder, die unbedingt ein Tier kuscheln wollen. Ja. Weil die finde ich das eigentlich auch gar nicht so geeignet. Mhm. Ach, Degus. Ja. Wir haben auch Degus zu Hause. Echt? Ja. Also bei uns sind sie ja gar nicht scheu und das finde ich so krass als Nagetier. Ne? Weil normalerweise haben ja Nagetiere jetzt nicht so viel Lust auf den Menschen oder gestreichelt zu werden oder so. Aber unsere Degus sind halt so, die kommen dann direkt. Voll cool. Ja. Und ihr habt echt auch Degus. Die haben letztens dieses Rad gespendet bekommen. Ja, das haben wir das auch. Das finden die richtig Hause. Geil. Ja. Läuft auch leise und richtig geschmeidig. Ja, oh Mann. Wir haben nämlich gerade Sugar Glider sind das. Die wurden auch ausgesetzt. Was sind das? Das sind, also, wie heißt nochmal das deutsche Wort? Kurzkopf-Gleitbeutler? Ne? Ja, also Sugarglider, Kurzkopf-Gleitbeutler, genau. Kommen eigentlich ursprünglich aus Australien. Fliegen. Ja, also so halb. Ja. Oh mein Gott. Das war's. Ich habe jetzt meine Rundenführung bekommen von Kathleen. Ich habe ein paar Tierpfleger kennengelernt, ein paar liebe Menschen aus dem Büro habe ich kennengelernt. Liebe Grüße doch mal von hier. Und ja, jetzt wird das weitergehen. Ich werde warten, bis Kathleen mich anruft. Denn wir haben richtig viele tolle Ideen, was wir alles zusammen machen wollen. Da werde ich dich hier auf YouTube auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten. Deswegen schau auf jeden Fall immer wieder hier vorbei. Ab nächste Woche geht es dann richtig los. Dann siehst du auch auf jeden Fall ein paar Sachen auf den Instagram-Kanälen. Ich freue mich riesig darauf. Es wird so, so gut. Dieses neue Projekt ist ein richtiges Herzensprojekt, wo ich Feuer und Flamme dafür bin. Ich glaube, das merkt man richtig. Und deswegen wird es auch gut werden. Ich halte dich auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!